Regio Express nach Lindau. Es ist 14:05 Uhr. Fahren Sie einen Doppelstock Regionalexpress von Feldkirch nach Lindau. Wie fahren die BR 182 von der Deutschen Bahn 291,8 Tonnen 5 Wagen im Zugverband 125,8 Meter lang auf der Strecke Vorarlberg? Und ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transim World 4, der Dennis spielt das Folge 26. Und als allererstes machen wir mal die Türen auf. Dann müssen wir die AFB einschalten. AFB. Genau. Das haben wir AFB. nämlich vorhin schon mal angespielt, da AFB. habe ich die AFB vergessen. Und während der Fahrt ging das dann nicht mehr. So, die machen wir mal auf 40 fürs Erste. Genau. Dann machen wir das auf Dunkel. Machen die Zugversicherungssysteme ein. So, das haben wir auch. Dann sind wir eigentlich soweit. Ist ordentlich am Pfeifen hier, wie ihr hört. Die Zugsicher, die Spitzenlichter noch auf. Genau. Können die Türen verriegeln. Gut. Ja, was ganz Wichtiges hier vergessen. So. Jetzt aber. Ja, das sah schon viel besser aus. Da würde ich sagen, auf geht's. Lösen die Bremse. Dann geht's los. Erster Halt, Rankweil. Wunderschön, wunderschön. Ziffer, Ziffer. So, ich glaube, wir können die AFB auf, das machen wir mal auf 60. So, dann habe ich auch noch was ganz was anderes vor. Wo war es denn jetzt? Ja, aber das war trotzdem nicht das, was ich wollte. Da ist es. Ziffer, Ziffer. Zwölf? Nee, leider nicht. Übrigens 110 beschleunigen. S-Bahn. Ziffer, Ziffer. Vielleicht hilft das, vielleicht hilft es nicht, ich weiß es nicht. So 140. Schade, schade, aber kann man immer leider nichts FIFA, mehr machen. FIFA. So, wir sind gleich schon auf unserem ersten Halt. Bei diesem wunderbaren sonnigen Morgen. Beziehungsweise Nachmittag, morgen ist es ja schon gar nicht mehr. Nachmittag. So, die FIFA, Leistung weg hier. FIFA. Geht schon mal in die Bremse.
wir schon an unserem ersten Halt, Rankweil. Sifa, Sifa. Oh, seht mal, eine Vectron. Ach, geil. So, da wären wir. Das war mit Sicherheit der Güterzug mit der Vectron, der hier gerade durchgefahren ist. Wunderschönes Panorama da, die angezuckerten Berggipfel, einfach nur schön. Warum schießen die sich denn nicht so? Dann lösen. Und auf geht's. Schade, dass wir keine Entzug-Zielanzeige haben. So, nächster Halt Götzis. Dieses Szenario stammt im Übrigen aus dem Creators Club. Da habe ich ja gesagt gestern, dass ich heute, wenn es immer noch Gleichstand ist zwischen Sifa. Drei Punkten, dann werde ich ein wenig entscheiden oder das Los entscheidet und das Los mit dem Creators Club hat entschieden. Ich habe einfach ausgesucht. Ja, vielleicht mache ich noch ein kleines Experiment. Muss ich mal gucken. Fahrplan-Szenario hatte ich ja im Prinzip gestern schon. Und daher, das waren eigentlich so die. Sifa. Die drei Punkte mit den meisten Stimmen. Creators Club, Experiment und Fahrplan-Szenario. Das tut man im Übrigen 150. Sehr schön. Sifa. So, noch 2,8 Kilometer ist es Sifa, dann. Sifa.
Zwangsbremsung. Oh. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ja. Zwangsbremsung. 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 Da ist man einmal beschäftigt. Zwangsbremsung. 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 Ich war ganz kurz abgelenkt. Zwangsbremsung. Schon? Zwangsbremsung. 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 Tiefer. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. So, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, ich war einmal kurz abgelenkt. Das kommt dabei raus. Ziefer. Naja, kann passieren. Jetzt sind wir gleich in Götzis. Zugbeeinflussung. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Zwangsbremsung. 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 Ist sie jetzt kaputt? Zwangsbremsung. 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 Zugbeeinflussung. Ey Leute, wisst ihr was? Jetzt wird's doch langsam albern. Jetzt wird's doch langsam albern. Ich habe quittiert und trotzdem sofort Zwangsbremsung. Das kann doch wohl nicht sein. Ich habe mich vorher befreit. Also dieses Spiel weiß ich nicht. Manchmal ist ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ziefer, Ziefer, Ziefer. Also das muss ich nicht verstehen. Die erste, absolut richtig, war meine Schuld. Hab nicht dran gedacht. Wieder eine Vector mit Holzzug. Wunderbar. Aber die zweite Zwangsbremsung, sorry. Komme ich irgendwie nicht mit. Zwangsbremsung. Wollt ihr mich verarschen? Ziefer, Ziefer. Also manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht, sorry, aber ist aber so. Rechte Türen. So. Ist ein bisschen komisch alles. Sie reagiert ziemlich schnell mit dem mit den Zwangsbremsen. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Ganz, ganz komisch.
Riegeln wir die Türen. Lösen die Bremse. Und fahren weiter. Nächste Station. Hohenems. Dornbirn-Lauterbach, Bregenz und Lindau. SIFA, SIFA. Also bei der SIFA muss man ziemlich fix dabei sein, sonst gibt es sofort die Zwangse. Also da darf man sich wirklich nicht viel Zeit lassen. Das habe ich schon gemerkt. So, 160. So, am besten den Finger schon auf die SIFA-Taste haben, damit man sofort, wenn die spricht, drücken kann, weil sofort nach dem dritten SIFA leitet die Zwangsbremsung ein. Also man hat da wirklich kaum Zeit zu reagieren. So, jetzt müssen wir aber reagieren, zwar auf 140. SIFA. So, nehmen die Leistung weg. Sind nämlich gleich schon wieder da. In Hohenems. SIFA, SIFA. SIFA. Schon wieder ein Vectron. Wahnsinn. Also heute ist echt eine gar nicht. Sorry. Sah erst so aus, ist aber keine. So. In die Türen an dieser Stelle. Sind wir hier in Hohenems. Muss hier noch eine Kleinigkeit zum Naschen besorgen. Wir nehmen mal die 25. So. Rechts Restgeld nehmen. So, fertig. Mal wieder einsteigen. In unser Arbeitsgerät. Ich jetzt eh die Türen schließen müssen. Wir machen wieder auf 0.
Lösen die Bremse. Und dann ist unser nächster Halt Dornbirn. Okay, seht ihr das auch? Sein kleiner Hacke in dem Repaint. Auch nicht schlecht. Schon eine geile Kulisse. Vier Dostos ziehen wir uns hinter uns her. Schön die Siefer drücken. Und auch in diesem Zug Aufmerksamkeitspedal. Ach ja. So aufmerksam müssen wir jetzt auch sein, weil wir haben nämlich die 130, die vorangekündigt sind. Das heißt, wir werden da jetzt gleich sauber mal hinmanövrieren. So. Damit er gar nichts anbrennt. PTB hat mich schon genug geärgert in diesem Szenario. Siefa. Aufmerksamkeitspedal. Es steht tatsächlich da. Diesmal war ich schneller als die Tusse. Das dürfen wir 140. Nein, lassen wir, weil wir gleich 120 und 110 müssen sollen dürfen. Das heißt, das machen wir direkt. In Dornbirn. Schön. Siefa. So.
gespannt auf die Auswertung am Ende, aber eine Medaille gibt es ja im Creators Club eh nicht, von daher spielt das in so gesehen auch schon gar keine Rolle. FIFA. Da kommt eine typische Vorarlberg S-Bahn. So, den Türweller, Vorweller machen wir ebenfalls auf die rechte Seite und öffnen diese. Dann geben wir von nach außen und schauen mal, wo dieser Zug hier hinfährt. Er nennt sich. Es ist ja auch ein neuer Zug im TSW4. In der Deluxe-Edition wird sie mitgeliefert. Es gibt sie aber auch als Einzel-DLC zu kaufen. Also wer sie halt mit diesem Zug möchte, kann auch diesen Zug als Einzel-DLC kaufen. Ein bisschen dreckig vorne. So, wir steigen wieder ein. Reparieren die Türen. Haben Ausfahrt. Die S-Bahn auch. Nächste Station Lauterbach. Nein, nicht der Gesundheitsminister, nur der Ort. So, 110 fürs Erste. Haben jetzt noch vor uns Lauterbach, Bregenz, Riedenburg, Bregenz und schließlich Lindau. FIFA. 120, 140. Wunderbar. Übrigens, laut diesem Datum, ihr seht es, ist es ein wunderschöner Neujahrsmorgen, der Mittwoch, der 1.1.2020. Ja, könnt ihr selber entscheiden, ob das real ist oder nicht. Ihr könnt einfach sagen, es ist der 1.1.2020, an dem dieses Szenario hier stattfindet. So, durch 140, 160, wir haben 140, sollte also nichts anbrennen. Gehen wir naiverweise einfach mal von außen und schauen, was passiert. Die PZB hat leider immer so ein bisschen ihr Eigenleben. Seht mal, was da gerade passiert. FIFA. Weil wir 1% Gefälle haben, dreht die AfP gerade ein bisschen durch. Ihr seht's auf dem linken Tacho. Tanzt da so ein bisschen rum. Jetzt wird es noch besser. Es ist genial. Ich liebe es. Jetzt hat er sich gefangen. Bei 0,3 dann ist dann doch langsam genug mit dem Tanzen.
Ziefer. So, die Leistung weg. Das schon mal so ein bisschen rollen hier. Wenn wir gleich schon wieder angekommen sind. Willkommen in Lauterbach und wie gesagt, nichts mit einem gewissen Karl zu tun, sondern es ist der Ort in Österreich, Vorarlberg. Siefer. So, kommt denn da eine rote weg dran? Ne, wieder eine S-Bahn, oder? Ne, Regio. Wahrscheinlich der Gegenzug. So, da wir den ja noch nicht auf Null gemacht haben, können wir die so öffnen. Der hat im Übrigen auch keine Zugzielanzeige, nur so viel dazu. Also das scheint hier tatsächlich nicht vorgesehen zu sein auf dieser Strecke mit den Dostos. Also liegt das nicht an mir, das beruhigt mich in dem Fall schon mal. So, Regeltreff hier in Lauterbach. Gucken, wer als erster ausfährt. Hier dürfen auf jeden Fall die Türen wieder verriegeln, weil die haben Ausfahrt. Lösen die Bremse. Wir fahren aus. Wer auch. Wunderbar. Nächste Station, Bregenz-Riedenau. Oh, die ist gar nicht so weit weg. Brauchen wir eigentlich gar nicht so weit beschleunigen. War eigentlich auf 60, würde ich mal sagen, reicht. Wie gesagt, es ist nicht weit. Siefer. So, Leistung weg. Dann wären wir auch schon in Bregenz-Riedenau. Wie heißt das? Wiedenburg. Komme ich da auf Riedenau? Ich weiß es nicht. So. Oh, Doppel-S-Bahn. Die zieht durch, wa? Zieht tatsächlich durch.
die jetzt nicht wieder. Da wären wir. Oh, wir dürfen diesmal auf links öffnen. Ja, wer sagt's denn? Dann öffnen wir die Türen. Wir schauen uns hier mal so ein bisschen um. Da hoch komme ich nicht. Doch, komme ich wohl. Mit ein bisschen Wucht geht's halt. Das ist eine geile Aussicht, oder? Ist das eine geile Aussicht? Hammermäßig. Da hinten die Berge, das ist einfach wunderschön. Österreich ist wunderschön. Das muss man an dieser Stelle wirklich mal sagen. Und dieses Mal haben wir die beste Perspektive zur Ausfahrt. Und wir machen das diesmal so. Zack. Dann haben wir 1,8 Kilometer bis zur nächsten Station Bregenz. Warten jetzt ein bisschen, bis sich die Bremse gelöst hat. Und dann haben wir schon von da aus los. Das heißt, die Bremsen sind gelöst. Wunderbar. Einfach nur geil. So, bleiben wie gesagt bei 60, weil auch dieser Bahnhof ist nicht weit weg. Dann wieder hinten in der Kurve verschwinden. Hüpfen wir hinein. Und dann sind wir auch gleich schon in Bregenz, unserer vorletzten Haltestation. Da kommt schon wieder ein Elektron. Ein Güterzug. Also die ist als KI auf dieser Strecke wirklich sehr oft vertreten. Das muss man einfach mal festhalten. SIFA. Zugbeeinflussung. So, nochmal lasse ich mich nicht hier veräppeln von der PZB. Ich mache auf 40, egal was da steht. Der Bahnhof, schon ein bisschen, Bahnhof ist schon ein bisschen größer als die vorher rangegangenen. So, drücken noch mal die SIFA, nehmen die Leistung weg. Zugbeeinflussung. Macht die Sache etwas entspannter und dann können wir hier diesen Bahnsteig wunderbar anhalten. SIFA. So, den Türwahlschalter müssen wir diesmal auf rechts stellen, damit wir hier die Türen öffnen können. Und dann sind wir hier in Bregenz. Bregenz, genau. Das ist der Ort, an dem wir sind.
Denn es scheinen soweit keine anderen Züge angekündigt zu sein. Steht auf jeden Fall nichts angeschlagen. Ach. Egal. Steigen wir ein. Riegeln wir die Türen und fahren zu unserem letzten Halt Lindau. Auf geht's, Lindau Bahnsteig 2 mit 6,4 Kilometer. So, ich glaube 60 dürfen wir. FIFA. Macht Sinn. Dann mal leicht aufs Gegengleis. Schönen See vorbei. Schaut euch das doch bitte mal an. Ist das nicht wunderschön? Oh shit. Zu schnell. Machen wir das auf. Das ist doch einfach nur geil, oder? FIFA. Das ist ein gleisig geworden. Wahrscheinlich auch die geringe Geschwindigkeit. Und der musste natürlich warten, logischerweise. Und hat dann jetzt gleich Ausfahrt, wenn wir uns hier wieder zweigleisig orientieren. FIFA. So. So, ich denke, das wird jetzt mit 100 hier zu Ende gehen, beziehungsweise danach hat kurz vor Linda noch die ein oder andere Geschwindigkeitsbeschränkung dazu kommen. FIFA. Aber bis dahin wird sich hier, glaube ich, nicht mehr viel tun.
So, noch 3 Kilometer bis Lindau. Am letzten Halt. Ah, ein schönes Formsignal. Vielleicht 90. Sifa. Ja, gehen wir mal auf 90. Und gleich 50. Ah, ja, jetzt geht's los hier. Steht noch ein schöner Autozug. BR-185 Doppelsaktion. Mache ich jetzt einfach mal. Sifa. Na, wir gehen schon mal runter auf 50. Eisig, um Gottes Willen. Zugbeeinflussung. Ja, jetzt mal 50. Bis 30 haben wir noch ein klein bisschen Zeit. Sifa, Sifa. Zugbeeinflussung. So, gleich 30. Sifa. Zugbeeinflussung. 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 So, so viel dazu. Fahren wir schön in den Lindauer Bahnhof. Schön, wunderschön. So. Das ist doch schon wieder komisch hier. Naja, lassen wir das. Lassen wir das einfach. Sifa, Sifa.
So, dürfen den Türwahlschalter auf links stellen und darf dementsprechend nicht nur die Tür öffnen. Dann können wir rausklettern. Und sind in Lindau angekommen. Grüß Gott am Bodensee. Ferienzielbahnhof Lindau Hauptbahnhof. Wunderschön. Machen wir gleich mal ein Foto von. Richtig schön. So. Das ist also der Lindauer Hauptbahnhof. Das ist überhaupt Lindau am Bodensee, muss ganz ehrlich sagen. Einfach nur mega schön.